Jo Leute, ich begrüße euch zurück und ich werde jetzt erstmal kurz darauf warten, dass die Perle sich mal bequemt. Ich muss mir echt mal angewöhnen, dass ich diesen verkackten Timer stelle. Ich habe schon Mission abgeschlossen. Scheiße, Mann, das ist auch immer so. Ja, was muss ich da noch zu sagen, bitte? Also, ich sterbe durch die Säure, die diese Kack-Aliens ablassen, wo ich mir jedes Mal denke, wie kann das sein? Also, das müsste doch jetzt aber die letzte Mission sein, ne? Ah, ich wusste es doch. Wir müssen durch diese Labore und so weiter und so fort. Wie wir das auch mit den anderen mussten. Haben sie nochmal einen rausgehauen, ja? Sniper wieder aufgehoben. Hier sind wieder überall diese Typen. Die werden hundertprozentig gleich wieder zum Leben erwacht. Oder erweckt, sagt man, ne? Erweckt. Ist ja auch egal, sind Scheißviecher. Was habe ich gesagt? Und ich schieße ihm den Kopf ab und es kümmert ihn einfach nicht. Hier ist noch ein Leben, aber das brauchen wir eh nicht. Wir müssen wohl doch tatsächlich hier rauf, ne? Oder müssen wir... Nee, da hinten kommen wir gar nicht hin. Hier war gerade wieder irgendein Schockmoment und ich habe ihn einfach verpeilt. Unsere Freunde müssen ihre Edge verlieren. Oder vielleicht hat Glück auf deiner Seite. Mein Name ist Carl Bishop Whalen und das ist meine Facility. Alles, was du musst, ist gehen und ich gebe dir mein Wort, du wirst nicht verfolgt. Zumindest nicht. Ist das unser Endboss? Der muss bezahlen. Da hast du auch recht, muss ich sagen. Der hat ja schon dann ganz schön für Scheiße gesorgt. Waffe, Tonaufnahme. Ich fände cool, wenn jetzt mal ein bisschen was Cutscene-mäßiges kommen würde, aber wohl eher nicht. Mach mal die Tür auf. Da musst du hin. Ach, die ist infiziert. Und ich habe wieder keinen Sound. Läuft richtig geil. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Tonaufnahme? Keine Tonaufnahme. Okay. Okay. Security is our keystone. All personal belongings will be returned on completion of contract. Müssen wir überhaupt hier hin? Hier, die Tür ist auf jeden Fall... Ah, okay, wir müssen einen Aufzug fahren. Ach, guck an, jetzt ist wieder Sound da. Ist das behindert? Okay. Security is our keystone. All personal belongings will be returned on completion of contract. All personal transmissions will be delayed for screening. All portable data storage... Jetzt habe ich wieder keinen Sound. Doch, habe ich, okay. Was? Ich finde schon mal sehr schön, dass die so aus dem Stand gut feuert. Hier sind überall Gegner. Wartet. Wartet, Leute. Ach, die Waffe hatte ich noch. Ich dachte, ich hätte eine Shotgun. Aber Seite mit dir, ich will deine Waffe. Danke sehr. Kurz nochmal zurückgehen. Immer schön wegen Audiologs gucken. Aber nicht da. Schade. Hätte ja sein können.
Wo müssen wir denn hin? Hier durch? Hier ist aber einer. Ich wusste es doch. 40 Stück, man. Geil. Kann er da? Doch, kann er. Tschüss. 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 Oder auch nicht tschüss. Dass die dann erst einmal hinfallen, finde ich auch hart. Ach, da ist auch noch ein Alien. Okay. Da haben wir es doch eigentlich gut gemeistert. Okay, vielleicht mal Leben aufladen. Das kann ja grundsätzlich nicht falsch sein. Wir müssen hier vorne in den Aufzug. Oder auch nicht? Och, die Perle ist wieder so langsam am Laufen. Die ist am Laufen, aber ziemlich langsam. Ja, komm, Mädel. Warum kann ich hier keine Taschenlampe benutzen? Voll dumm. Akku leer. Our success creates your wealth. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jetzt zum Ende hin oder zum Ende geht. Ah, jetzt haben wir Taschenlampe. Hier ist nochmal Leben. Hier kommen wir ja gar nicht durch. Bitte! Hat der mich erschreckt? Scheiße. Ja, komm, wir heilen uns mal lieber. Auch wenn jetzt wahrscheinlich genau das unser Verhängnis ist, aber naja. Boah, kann die mal schneller laufen? Oh. Mach. Ab geht's. Endboss-Fight oder was? Nee, erstmal durch die Labore, okay. Hier liegt noch ein Audiolog, den nehmen wir natürlich mit. Hier müssten ja dann theoretisch jetzt wieder Aliens kommen. Perle, komm mit. Wir sollten vielleicht weitergehen, wenn da diese ganzen Aliens drin sind. Oder? Nein, braucht man nicht. Das ist auch ein Alien. Nee, das ist ein anderer. Hallo, wer bist du denn? Da ist irgendeine Frau. Hier haben wir Sniper-Muni. Hallo, Frau. Wer bist du denn? Was passiert denn, wenn die sich da jetzt festmacht? Wahrscheinlich schlüpft da jetzt das Alien. Come on. I knew you were a mistake, Katya. A faulty product line. Whatever you're doing there now, I'm shutting it down. No, Mr. Wayland. Carl, please. You sent the distress call and brought the Marines here. That was contrary to the company's interests. Consider this an official reprimand. Get her to the stasis pod. It's her only chance. Okay, was geht jetzt ab? The corporal alive until we can get her to a proper medical unit. It's all we can do for her right now. Okay. Das ist ein Versprechen. Hallo. Hallo, Private. It's good to finally meet you.
Die ist ein Roboter. With your colonial marine cruiser and its dropships destroyed, there's only one way left off planet. There, that device in Wayland's hand. It's an executive data pad with an emergency transmitter. His personal rescue dropship will home right to it. I'll prep the corporal for travel. You go to the pyramid and get that data pad. I'll rendezvous with you there. Oh, and private. Say goodbye to Mr. Wayland for me. Okay. Ja, mach die Tür auf. Okay, ich muss hier lang. Oh shit. Wie, das Geschütz schießt auch auf mich? Das ist ja voll die Scheiße. Nein! Alter, wieso hat denn das Geschütz jetzt auf mich geschossen? Ist doch voll der Quatsch, Mann. Geh weg, du stinkst, Alter. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss hier weg. Oh mein Gott. Das ist so ein Fail-Part. Das ist unglaublich. Ich werde jetzt das Sniper nehmen. Tschüss, du Arschkrampe. Ach, ich muss hier vorne durch die Tür. Da, wo der Kasper hier durchkommt. Könnt ihr beide euch nicht bekriegen und ich kann einfach gehen? Nein, wahrscheinlich eher nicht, weil ich wieder durch Säure sterbe. 3 Tode in nicht einmal einer Minute. Ist doch totale Scheiße. Her mit der Shotgun. Abflug. Abflug. Flug. Flug am meisten. Tschüss, du Spacken. Was liegt da? Shotgun, nehmen wir mit. Wie ich mich gerade einfach nicht richtig bewegen konnte, weil mich dieses Teil angeballert hat. Ha, du Scheiß-Alien. Bitte. Freund. Lad durch. Anreger brauche ich nicht. Machen wir kaputt. Bringt zwar, glaube ich, nichts, aber egal. Jetzt können wir uns allerhöchstens das hier holen. Super. Alien beiseite mit dir. Ach, keine Muni mehr. Wahrscheinlich. Geh doch einfach weg, Mann. Stinkt sowieso. Können wir auch Medikit nehmen, weil ist ja sowieso noch hier. Wie er nicht stirbt. Ich finde das so behindert. Die haben keinen Kopf mehr. Die können doch nicht mehr leben. Ey, was hält er jetzt bitte aus? Flammenwerfer wahrscheinlich, oder? Okay, wir nehmen das hier mit. Einfach weil wir dann Granaten haben. Dann komm hier nicht durch. Da kommt er durch. Ich überlege gerade, ob wir den Flammenwerfer mitnehmen, aber ich glaube eher nicht. Bitte! Der ist nicht gestorben. Okay. Ich verstehe nicht. Bitte! Was? Wovon? Warum bin ich gestorben? Nein. Hey, Leute. Ich mache einen Cut und melde mich wieder zurück, wenn wir an der Stelle sind. Kotzt mich dieses Level an. Bis gleich. Für noch mehr Alien vs. Predator musst du nur aufs Video klicken und du kommst zu meiner Playlist.